Herzlich und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute habe ich Hackfleisch gekauft und eigentlich wollte ich Cevapcici machen. Dann sage ich zu meinem Mann, Cevapcici ist eigentlich schon auf YouTube. Ich möchte eigentlich irgendwas filmen. Dann habe ich überlegt, dann sage ich, Beef Tiki, das ist doch auch was Südländisches, also was Griechisches, glaube ich. Und da wird doch das aus Hackfleisch gemacht. Aber ein Kochbuch haben wir nicht, wo die Beef Tiki drinnen stehen. Sagt er. Aber in meinem Buch, in meiner Sammlung, da habe ich welche gesammelt. Und zwar, schaut es mal her. Die waren in einem Edeka-Heftel drinnen. Und nachdem machen wir es jetzt so in etwa noch. Weil ich habe auch noch ein bisschen im Internet geschaut, wegen die Gewürze. Also ich mache eine kleine Mischung zwischen Internet und Edeka. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für die Beef Tiki brauche ich folgende Zutaten. Ein Rinderhackfleisch, ein Schafskäse, Peperoni, Eier, Semmelbrösel, Zwiebel, Petersilie, Oregano, Knoblauchzehe, Piment, Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Die Zwiebel schwitze ich im Olivenöl kurz an. Die Petersilie dazugeben und nochmal kurz durchschwenken. Das Ganze vom Herd nehmen und abkühlen lassen, denn sonst verbrennt man sich die Pfoten. Für den Hackfleischteig alle Zutaten zum Hackfleisch geben. Ich habe jetzt eben da Rinderhackfleisch, man kann es aber auch mit gemischtem Hackfleisch machen. Da habe ich Knoblauch, Kreuzkümmel, ein bisschen Piment, gemahlenes und Oregano. Zwei Eier kommen auch dazu. Und die Semmelbrösel. Man könnte hier auch eingeweichte Semmeln nehmen, so wie man es für Fleischpflanzer macht. Dann wird alles noch kräftig gepfeffert und gesalzen. Zum Schluss kommt die abgekühlte Zwiebel und die Petersilie dazu. Alles miteinander gut verkneten. Nun etwas kühl stellen. Den Schafskäse in Würfel schneiden. Ich nehme jetzt da nicht alles her, denn ein Stück müssen wir zerbröseln. Das braucht man dann am Schluss, wenn fertig gekocht ist, auf die Beefsteak hinauf. Und die Peperoni schneide auch in so kleine Ringe. Ich habe jetzt da eingelegte, ich weiß jetzt nicht, ob man da frische hernehmen hätte sollen oder eingelegte, aber frische hätte ich jetzt sowieso nicht. Deswegen werde ich schon hier haben. Und wie gesagt, aus einem kleinen Teil, ist vielleicht schon fast zu viel für uns zwei, nehme ich nur mit Hälfte, mache so ein bisschen Brösel, die kommen dann da drüber. Ich gebe jetzt einmal auf meine Hände ein bisschen Olivenöl, damit das Fleisch da nicht kleben bleibt. Dann nehme ich ein Stückchen, formen wir mal einen Knödel draus und dann mache ich einen Pfannkuchen draus. Der wird jetzt mit einem etwas Schafskäse gefüllt und ein bisschen Peperoni gebe ich auch dazu. Dann drüber schlagen. Alles gut zumachen. Und damit es nicht direkt ausschaut, als würde ein Fleischpflanzer, mache ich das ein bisschen in längliche Formen. Das sind jetzt 6 Stück geworden. Ich habe jetzt die volle Menge für 4 Personen genommen. Also wenn man es ein bisschen kleiner macht, schafft man 8 Stück, dass ich jeder 2 kriegt. Jetzt gebe ich es nur ein bisschen in den Kühlschrank, denn ich muss meinen Salat zuvor vorbereiten, weil sonst wird mir das zu stressig miteinander. Den Salat habe ich jetzt fertig.
Hier köchelt mein Dschuwetschreis und der braucht nur ungefähr 12 Minuten. Deswegen muss ich hier herüben gleich loslegen. Da habe ich jetzt in meine Grillpfanne Olivenöl hineingegeben. Und wenn ihr jetzt keine Grillpfanne habt, dann ist das nicht so schlimm. Dann nehmt ihr die normale. Es ist halt dann nicht das Muster drauf. Und ich muss auch erst schauen, ob bei mir dann ein Muster drauf ist. Denn wenn ich es jetzt einige Male umdrehen würde, da sieht man kein Muster mehr. Von jeder Seite möchte ich es jetzt 6 Minuten braten. 5 bis 6 Minuten. Weil sie ja ziemlich dick sind. Ich möchte ja schon, dass das alles ganz durch ist. Ist ja schließlich Hackfleisch, da muss man schon achten. 5 Minuten sind vorbei und nun werde ich sie umdrehen. Das ist ja für mich das Schlimmste, dass ich da nicht drunter schauen habe können. Denn wenn ich das ja zuvor umdrehe, dann verletzt sich ja dieses Grillmuster. Hoffentlich ist das nicht recht verbrannt oder so. Naja, Muster kennt man da eigentlich gar nicht mehr so viel. Da hätte es ruhiger umdrehen können. Der Dschuwetschreis ist fertig. Wenn ich dran denke, dann tue ich unten bei den Kommentaren einen Link dazu. Denn das steht schon lange auf YouTube. Aber wie schaut jetzt mit meine Bifteke aus? Braten tun sie ja ganz fleißig. Ich glaube, ich schneide jetzt einmal eins an. Da habe ich das Gefühl, dass das noch nicht ganz durch ist. Und wie schaut es in der Mitte drin aus? Ein Minütchen darf da wirklich nicht schaden. Und so schauen sie aus, wenn sie fertig sind. Unsere mit Schafskäse gefüllten Bifteke. Ich glaube, dass sie nicht schlecht schmecken. Zumindest der Dschuwetschreis, der ist schon sehr gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.